Hallo Community, wir sind's wieder von Trader Online Video Pix. Hallo! Und ich, Asmodan. Ja, und wir unboxen uns durch alle Artikel von Strixhaven Akademie der Magier. Jetzt sind wir bei den Commander Decks und schauen uns das vierte Deck an. Viel Spaß! Ja, insgesamt gibt es 5 Decks, aber hier liegen nur 2 und das liegt daran, ich wechsle mal zur normalen Stimme, weil wir da 3 Decks schon geöffnet haben und euch vorgestellt haben. Also schaut gerne in die Deckvorstellung des Blütenwelt-Hexenwerker-Decks rein. Kundhort-Vermächtnis haben wir vorgestellt, sowie Silberkiel-Stellungnahme. Jetzt bleibt noch Quantum Quandrix in Grün-Blau vorzustellen, sowie Prismari Performance in Blau-Rot. Und du hast gesagt, Pix, wir sollen Quantum Quandrix vornehmen. Dann gehen wir da gleich mal rein. Aber zu jedem Unboxing-Video gibt es von Dragon Shield eine Verlosung. Und weil wir uns jetzt hier für das grün-blaue Deck entschieden haben, passt wieder grün-matt ganz gut dazu. Also Dragon Shield ist ein langjähriger, renommierter Hüllen- und Zubehörhersteller. Und die Matthüllen sind auch immer so ein bisschen manövriert. Die gefallen mir alle persönlich auch sehr gut. Und wir haben hier mal den Feldmarschall mitgebracht, weil wir euch ja in einer anderen Reihe immer die besten Magic-Karten ihrer Art vorstellen. Und da haben wir auch die besten Soldaten jetzt zuletzt vorgestellt. Schaut da gerne auch nochmal rein. Ja, und wie ihr seht, ist alles blickdicht, die Karte passt da sehr gut rein, alles cool. Ne? Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Wir wünschen euch viel Glück. So, und jetzt geht's aber ins Produkt. Vorneweg schon mal zu sagen, die Commander Decks sind der absolute Wahnsinn. Ne? Die sind echt super, ja. Ja, also es ist, gab noch nie so viele Rares und Mythics in den Ready-to-Play-Decks wie in dieser Commander 2021-Edition, die ja auf Strixhaven spielt. Ja. Wir haben in jedem Deck haben wir 2 legendäre Premium-Karten. Zudem haben wir, ist ja ein 100-Karten-Deck, noch haben wir generell 17 neue Karten. Ne? Und wir lesen mal kurz vor. Bringe Multiplikation ins Spiel. Ist ja genau dein Style, ne? Ja. Ja. Wähle deinen Kommandeur und besiege Freund und Feind in dieser ultimativen Magic-Multiplayer-Format. Verbünde dich mit Adrix und Neff und verdopple die Spielsteine, die du erzeugst. Als ob ein einziges riesiges Fraktalwesen nicht furchterregend genug wäre. Deine Gegner werden sich gleich mit 2 davon herumschlagen müssen. Ich glaube, das ist richtig böse. Ich glaube, das ist wirklich richtig gut, ja. Quandrix-Fakultät. Quandrix-Magier sind geniale Mathematiker. Sie studieren Muster, Fraktale und Symmetrien, um Macht über die grundlegenden Kräfte der Natur zu erlangen. Sie lieben es, Zahlen zu manipulieren und zu verbiegen und so alles zu erweitern und vervielfachen. Wir haben eine Deckbox, 100 Karten mit 17 neuen Karten, 10 doppelseitige Spielsteinkarten, Lebensmittelrat, Strategieüberlage, Referenzkarte. Ja. Und weniger Plastik. Deswegen gehen wir hier schon mal rein. Sieht, ist das Packaging einfach anders, als es vorher der Fall war. Hier vorne ist nämlich praktisch, es ist keine reguläre Magic-Karte. Hier haben wir das Deck. Kommen wir gleich zu, denn wir haben hier so eine Innenverpackung. Ja, da, und haben wir so Stanz-Spielmarken, die ihr ausstanzen könnt. So, genau. Und im Deck selber, aber das ist übrigens das Deck, das Matthias spielen möchte. Wir werden ja auch auf Twitch streamen, wir ja immer sonntags ab 14 Uhr Magic the Gathering Duelle und halt auch mal Commander Multiplayer und wir werden natürlich auch Strixhaven Commander spielen und das wird das Deck von Matthias. Dann können wir schon mal gucken, wo wir uns schon mal drauf vorbereiten können jetzt hier. So, wir haben aber in jedem Deck hier Lebenspunktezähler, hier passend zu Quandrix, dann nochmal eine Anleitung, wie das Commander-Multiplayer-Format funktioniert. Ne, was ist die Kommandozone? Und nochmal Informationen entsprechend Quandrix über den Adix und Neff Zwillingszauberer sowie Deka, Ruxa und Esix, die wir gleich hier noch im Deck sehen werden. Einfach so ein bisschen Zusatzinformationen, wie es denn gespielt werden soll. Ja, so, und dann haben wir hier in Papier eingeschlagen unseren Decklord in einer ganz speziellen Vollvariante. Das ist also hier nochmal so ein, ist keine reguläre Magic-Karte, sondern so Hartplastik. Dafür haben sie die Oversize-Karten jetzt nicht mehr. Ne? Und den kann man sich auch in die Kommandozone stellen oder sonst irgendwo entsprechend. Aber es ist halt keine Spielkarte. Ne? So, ja. Wir haben den hier auch als normale Karte im Deck. Und damit können wir eigentlich auch mal anfangen, indem wir uns den mal zuerst anschauen. Wenn ich denn das Deck auch bekomme, dann muss der Dr. Messer wieder her. Irgendwie, ne? Ja, ich glaube, ich fange einfach, fang einfach an der falschen Seite an. Das kann auch so sein. So. So, da haben wir also entsprechend jetzt hier bei den 2 Vollkarten, die enthalten sind,
Adix und Neff Zwillingszauberer. Für 2 Mana grün und blau legendärer Mehrfolgzauberer, Stärke 2, Widerstandskraft 2. Abwehr 2. Immer wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, dem bzw. die einen Gegner kontrolliert, neutralisiere ihn, es sei denn, jener Spieler bezahlt 2. Ich finde, Abwehr ist eine sehr starke Fähigkeit. Ja, das ist wirklich sehr gut, ja. Falls ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugt würden, werden stattdessen doppelt so viele solcher Spielsteine erzeugt. Ganz böser Commander. Und der ist auch nochmal günstig ins Spiel zu bringen. Und ihn wegzumachen, kostet den Gegner auch wieder mehr. Ganz böser Commander. So. Ja. Aber dann wissen wir schon mal, was das Deck macht. Ne? Sehr stark, so. Ja. Ein alternativer Commander oder als Karte im Deck hätten wir Esix, die Fraktalblüte. Kostet dann 6 Mana. Ist ein Fraktalwesen und sagt Stärke für Widerstandskraft 4 fliegend. Das erste Mal, dass du in deinem Zug einen oder mehreren Spielsteine erzeugen würdest, kannst du stattdessen eine andere Kreatur als Esix die Fraktalblüte bestimmen und entsprechend viele Spielsteine erzeugen, die Kopien jener Kreatur sind. Oh, wow. Das ist auch sehr fies. Ja, ne? Wenn du so einen kleinen 1/1 Spielstein reinbringen würdest und sagst dann, doch, das ist dann mal der 5-5er oder sonst irgendwas. Ja, genau. Vor allem ist ja die Kopie, das heißt, die Fähigkeiten werden ja auch mit kopiert. Sehr, sehr stark. Böse. Ja. Böse, jetzt schon mal ordentlich böse, los hier. Böse. Ne? Also alle Decks werden super sein, die jetzt hier auch. Und jetzt werden wir uns noch hier mal durch die Reas durchfräsen. Denn wir haben jetzt ja erstmal 17 Karten, die es nur hier gibt. Das waren die ersten beiden. Jetzt geht's weiter. Einblick des Kommandeurs. Für X und 3 blaue Spontanzauber. Ein Spieler deiner Wahl zieht X Karten plus eine zusätzliche Karte für jedes Mal, dass er in dieser Partie einen Kommandeur aus der Kommandozone gewirkt hat. Ja. Okay, kann gut. Auch viel sein, ja. Ja, ist auch so ja schon gut. Du ziehst ja einfach X Karten schon mal. Ja. Ne? Plus dann halt so nach dem Motto. Und im Commander Multiplayer haben wir ja entsprechend immer viel Mana nachher. Ja, das, genau. Das willst du ja auch erstmal wegspielen und die spielst du ja dann, wenn deine Hand leer ist, wenn du viel Mana hast. Ne? Schöpferin der Neugier. Für 4 Mana, 3 Dreier Vogelzauberer, fliegend. Du hast keine maximale Handkartenzahl oder so. Einfach mal dick ziehen, ne? Ja, genau. Immer wenn ein Kreaturenspielstein, den du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Oh. Sowas ist immer schlimm. Boah, ist das stark. Das ist ziemlich krass, ja. DK, die Fraktaltheoretikerin. Für 5 Mana, Menschzauberer 3-3. Mit Magiefertigkeit, ist auch eine super Fähigkeit. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, erzeuge einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturen-Spielstein. Lege X +1/+1 Marken auf ihn, wobei X gleich dem Mana-Betrag des Zauberspruchs ist. Das heißt, das hier zum Beispiel wäre jetzt 5 Mana-Betrag von 5. Dann wäre das eine 0-0er-Kreatur, die mit 5+1/+1 Marken reinkommt dann. Und durch den Kommandeur Adrix und Neff, ja, diese Marken, die draufgelegt werden, verdoppelt werden würden. Ne? Dann wäre das 10-10. Marken? Verdoppelt er nicht den Spielstein? Immer wenn ein oder mehrere Spielsteine da getroffen werden, werden stattdessen doppelt so viele solcher Spielsteine erzeugt. Alles klar, okay, doppelte Anzahl an Spielsteinen. Dann hast du 2 5. Ja, okay, alles klar, okay. Ja, das ist besser. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich besser. So, und für 4 Mana ein Kreaturenspielstein deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Ja, dadurch, dass wir sehr viele Spielsteine haben, ist das auch ganz gemein. Warum nicht? Verwirrender Test. Für 5 Mana, Spontanzauber, bestimme eines, bringe alle Kreaturen-Spielsteine auf die Hand ihrer Besitzer zurück oder bringe alle Nicht-Spielsteinkreaturen auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Ich glaube, das ist eher das Zweite. Es ist einfach situationsabhängig. Ne? Mhm. Replikationsverfahren. Für 5 Mana, Hexerei mit Demonstrieren. Jedes Deck hat eine Demonstrationskarte drin. So, wenn du diesen Zauberspruch wirkst, kannst du ihn kopieren. Falls du dies tust, bestimme einen Gegner, der ihn ebenfalls kopiert. Spieler können neue Ziele für ihre Kopien bestimmen. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer bleibenden Karte deiner Wahl ist, die du kontrollierst. Kannst du schon da einfach, wenn du willst, auch dann 2 Kopien machen. Ne? Ja. Leichender Krake. Für 6 Mana Krake 6-6. Immer wenn ein Krake, ein Leviathan, ein Oktopus oder eine Schlange, dem bzw. die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen 9-9 blauen Krake-Kreaturen-Spielstand. Da wird's böse. ordentlich, ja. Ordentlich, ja. Okay. Nimm mal, ne? Ja. Dann direkt 2x9er. Das wird schon ganz böse austeilen können, ja. Im Commander. Theoretische Duplikation.
für 3 Mana, Spontanzauber. Immer wenn du in diesem Zug eine Nicht-Spielstein-Kreatur unter deiner Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie jener Kreatur ist. Auch sehr schön. Ja. Ne? Kannst du sagen, oh ja, guck. Ja, dann nehme ich auch mal einen. Ich ja. auch. Fraktalzaumzeug. Für X2 und Grün, eine Ausrüstung. Wenn das Fraktalzaumzeug ins Spiel kommt, erzeuge einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturen-Spielstein, lege X+1+1 Marken auf ihn und lege das Fraktalzaumzeug an ihn an. Immer wenn die ausrüstete Kreatur angreift, verdopple die Anzahl der +1/+1 Marken auf die ausrüstete 2. Ach du Boah, das kann auch richtig, richtig Boah. Fett werden. Boah, ist das Ui, das böse. Wird richtig stark später. Verdoppeln? Ja, ja. Ja, du kannst ihn ja auch schon für dicker spielen, wenn du willst. Ja, wenn genau. Wenn du den genug Mana hast, ja. Beschützender Augmentierer für 3 Mana 2/2er Trollzauber mit Aufblitzen. Also können wir entsprechende Spontanzaubergeschwindigkeit jederzeit reinbringen. Kommandeur-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+2. Kommandeure, die du kontrollierst, haben Fluchsicherheit. Das ist noch viel schöner, weil die können dann nicht mehr Ziel von Sprüchen oder Effekten werden. Ne? Ja, dann, die deine Gegner schön, kontrollieren, ja. ne? Ja. Oder? Oder von allen? Die deine Gegner kontrollieren, ja. ja. Paradoxon-Zone. Für 5 Mana Verzauberung. Die Paradoxon-Zone kommt mit einer Wachstumsmarke ins Spiel. Zu Beginn deines Endsegments verdoppelst du die Anzahl an Wachstumsmarken auf der Paradoxon-Zone. Erzeuge dann einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturen-Spielstein. Lege X+1/+1 Marken auf ihn, wobei X gleich der Anzahl an Wachstumsmarken auf der Paradoxon-Zone ist. Da haben wir nochmal so eine Schweinerei. Das sind immer mehr. Das ist eine Verzauberung, ja, das bleibt und, ja auch. Und es rotzt dir halt auch Tokens raus, die immer Ja, genau. Ja, ganz böse Karte. Also wie gesagt, aber auch Karten, die findet ihr nur in diesem Deck. Und die sind ja schon super. Ja, die ja? sind alle super ja. krass, ja. ja. Damit kann man ja auch weiterbauen. Also man kann ja das Commander-Deck auch auflösen für einen eigenen Deckbau, wenn man will. Ne? Ja. Ruxa, geduldiger Professor. So, für 4 Mana 4/4er Bärendruide. Immer wenn Ruxa, geduldiger Professor, ins Spiel kommt oder angreift, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl ohne Fähigkeiten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Kreaturen ohne Fähigkeiten, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Du kannst Kreaturen ohne Fähigkeiten, die du kontrollierst, ihren Kampfschaden zuweisen lassen, als ob sie nicht geblockt würden. Also Fraktale sind ja Kreaturen ohne Fähigkeiten. Ja. Ne? Die kriegen ja schon mal +1/+1. Ja. Und die kannst den Kampfschaden zuweisen lassen, als ob sie nicht geblockt werden würden, ist ja wohl... Durchrennen lassen, ja. Unblockbar ja sozusagen. Ein totaler Killer. Ja. Oh Gott. Der darf nicht lange leben. Der Bär muss weg. Ja. Sequenzmaschine für 3 Mana, Artefakt, X Mana und Tappen. Schicke eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mana-Betrag X aus einem Friedhof ins Exil. Erzeuge einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturen-Spielstein. Lege X+1/+1 Marken auf ihn. Aktiviere die Fähigkeit gerne Hexerei. Ja, also das Deck ist sehr stark. Alle Decks sind super krass. Also, aber nochmal, wenn du einfach mal siehst, irgendwie, da ist ja Blau drin. Jetzt sagst du immer, ich mag kein Blau. Ne? Ja, das ist es gibt so strong. Es gibt ja zwei Blau. Also, es gibt ja das Counter-Blau, was dich einfach nur nervt, das Nein sagt, und dann gibt es noch das Blau, was Kreaturen spielt. Ja, das ist das Kreaturenblau. Das ist das schöne Blau, das gute Blau. Das Blau mag ich. Also das Blau ist ganz okay. Ja. Okay. Ja. Übersimplifizierung. Für 3 Mana und Grün und Blau. Hexerei. Schicke alle Kreaturen ins Exil. Jeder Spieler erzeugt einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturen-Spielstand und legt so viele +1/+1-Marken auf ihn, wie die Gesamtstärke der auf diese Weise ins Exil gesteckten Kreaturen, die er kontrolliert hat, betrug. Oh. Ui. Dann ist halt der Godfight ist dann angebrochen. Dann kommt Endkampf. Ja. Es sei denn, du sagst, ich hatte aber keine. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, stimmt, ja. So, geometrischer Nexus für 2 Mana Artefakt. Immer wenn ein Spieler einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkt, lege so viele Ladungsmarken auf den geometrischen Nexus, wie der Mana-Betrag jenes Zauberspruchs beträgt. Okay, der wird also schnell Marken kriegen. Ja. Und für 6 Mana und Tappen entferne alle Ladungsmarken vom geometrischen Nexus, erzeuge einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturen-Spielstand mit. Lege X +1/+1 Marken auf ihn, wobei X gleich der Anzahl an Ladungsmarken ist, die auf diese Weise entfernt wurden. Ich finde das Deck zu stark. Oh, das Deck ist ziemlich stark. Wir müssen aufhören, jetzt vorzustellen, dass sie machen die Decks zu stark. Tut mir leid, also der Hersteller von Magic macht die Decks zu stark. Und das also, wird Matthias spielen oder der macht uns alle fertig? Das wird Matthias spielen. Der macht aber uns wir, alle wir machen fertig. Einfach alle gegen Matthias. Klar. Einfach mal alle Darf auf, nicht fehlen, ja. Alle auf Quandrix.
War klar, dass die auch drin ist, ja. So, also jetzt kommen wir zu den, das waren jetzt gerade die exklusiven Karten, die es nur in diesem Deck gibt. Jetzt kommen wir zu Reprints. Aber wir sagen ja, jedes Deck hat ja hier mittlerweile mindestens 40 oder mehr Rares Mythics. Also jetzt geht es erstmal richtig schön brav weiter. Zwilling der Verwüstung für 10 Mana an Eldrazi, der 10-10 ist. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, erzeuge einen 10-10 farblosen Eldrazi-Kreaturenspielstein. Ja, der ist in so einem Token-Deck halt einfach immer super. Haben wir schon gesagt, dass das Deck einfach dicke Kreaturen rausrotzt? Ja. Champion des Scharfsinns für 3 Mana an Naga-Zauberer, Stärke 2 wieder Standskraft 1. Wenn der Champion des Scharfsinns ins Spiel kommt, kannst du so viele Karten ziehen, wie seine Stärke beträgt. Falls du dies tust, wirf 2 Karten ab. Und wir haben Verewigen für 7 Mana. Schicke diese Karte aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie von dir ist, außer dass er 4-4 schwarzer Zombie-Naga-Zauberer ohne Mana-Kosten ist. Sowie verewigen, Spiele verewigen wie eine Hexerei. Ja, kannst du ihn nochmal wieder bringen. Jo. Geschickte Taschendiebin. Für 4 Mana 2-2er Mensch-Pirat. Aufblitzen, also mit Spontanzaubergeschwindigkeit jederzeit reinzudrücken. Wenn die geschickte Taschendiebin ins Spiel kommt, wird jeder Spielstein, der in diesem Zug unter der Kontrolle eines Gegners erzeugt wurde, stattdessen unter deiner Kontrolle erzeugt. Boah. Ui. Das ist das böse Blau. Das ist strong. Wenn du dich da freust, dass du irgendwie einen dicken Spielstein rausbringst und der wird einfach weggenommen, ja, dann ist das einfach nicht okay, was? Dann ist das böse Blau. Ja. Oh. Und die Karte hast du lieben gelernt. Ja, ne? Ja. Eher hassen. Ja. Fluch des Borstenviehs. Für 2 blaue und X Hexerei schicke X Kreaturen deiner Wahl ins Exil. Für jede auf diese Weise ins Exil geschickte Kreatur erzeugt ihr Beherrscher einen 2-2 grünen Wildschwein-Kreaturen-Spielstein. Ich mag diese Karte nicht. Ja, das ist gemein. Das sind einfach harte Erinnerungen, Kernerinnerungen. Ja, genau. So, Riffwürmchen. Für 4 Mana Würmchen 0-1, da musst du was gute Effekte haben. Einfach ein Würmchen. Ja. Ja. Wenn das Riffwürmchen stirbt, erzeuge einen 3-3 blauen Fischkreaturen-Spielstein mit. Wenn diese Kreatur stirbt, erzeuge einen 6-6 blauen Wahlkreaturenspielstein mit. Wenn diese Kreatur stirbt, erzeuge einen 9-9 blauen Krake-Kreaturenspielstein. Also Karte, kommt diese Kreatur einfach viermal wieder. Diese so. Karte nervt. Ja, also viermal gibt es viermal. So. Ja, und wenn die dann nochmal auf dem Friedhof, oder wenn du die noch kopieren kannst, oder was? Ja, ja, ja. Gott. Auch fiese Karte. So, Replikationsritual. Für 4 Mana, Hexerei, Bonus 5. Also du kannst da insgesamt 9 Mana reindrücken. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist, wie zum Beispiel das Riffwürmchen. Ne? Falls die Bonuskosten dieses Zauberspruchs bezahlt wurden, erzeuge stattdessen 5 solcher Spielsteine. Ah, oh, ganz viele Riffwürmchen. Oh Gott, ja, sehr, Gott, sehr Gott, schön. Oh Gott. Arashi, der Himmelsteiler. Für 5 Mana, 5-5, legendärer Geist. Für X Mana und Grün und Tappen. Arashi, der Himmelsteiler, fügt einer fliegenden Kreatur deiner Wahl X Schadenspunkte zu. Blutzoll, X und zweimal grün, wirf Arashi ab. Arashi fügt jeder fliegenden Kreatur X Schadenspunkte zu. Also Blutzoll, dann spielst du halt nicht, dann wirfst du halt von deiner Hand ab, ne? Ja. Und für Blutzoll kosten. Super Karte auch. Ja. Ezuris Hetzjagd. Für 8 Mana, Hexerei, erzeuge für jede Kreatur, die deine Gegner kontrollieren, einen 4-4 grüne Bestie-Kreaturen-Spielstein. Jede der Bestien kämpft gegen eine unterschiedliche jener Kreaturen. Boah. Ah. Oh, das kann auch richtig. Dann werden natürlich auch ein paar Bestien von dir irgendwie sterben oder klar, so. Sehr wahrscheinlich, aber egal. Machst du auch recht viel weg, ja. Ne? Ordentlich, ja. Vergessenes Urwesen. Wir legen die ganze Zeit mit den Rares hin. Ne? Vergessen. Ja. Ist auch Urwesen. Für 4 Mana 0-3 Elementarwesen. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, kannst du eine +1/+1 Marke auf das vergessene Urwesen legen. Und das im Multiplayer, das wird auch schnell größer. Ja. Zu Beginn deines Versorgungssegments kannst du eine beliebige Anzahl an +1/+1 Marken von vergessenen Urwesen auf andere Kreaturen bewegen. Oh ja. Das ist schön. Auch, ne? Auch sehr schön, ja. So, Planeswalker. Boom. Oh. Garruk, der Urjäger. Für 5 Mana. Planeswalker Garruk kommt mit 3 Loyalitätsmarken rein und für +1 erzeuge einen 3-3 grünen Bestie-Kreaturen-Spielstein. Das ist allein schon total nervig. Ja, das ist sehr. Ja. Einfach ja. für -3. Ziehe so viele Karten, also wir wollen jetzt hier nicht negativ rüberkommen, aber das ist nur einfach, weil wir schon sagen, okay, wir haben jetzt darauf gar nicht, dass wir gegen das Deck spielen müssen. Ne? Das Deck ist natürlich super, aber wir wissen ja, was uns erwartet. Ja. So. Und also für -3. Ziehe so viele Karten, wie die höchste Stärke unter den Kreaturen, die du kontrollierst, beträgt. Hm? So, alles klar. Ja, der Eldrazi-Token 10-10, der Wahl, und du hast nicht gesehen. Ne? Irgendwie. Genau. Ja, super. Kranken. Und für -6.
erzeuge für jedes Land, das du kontrollierst, einen 6-6 grünen Wurmkreaturen-Spielstand. Ist klar. Auch sehr schön, ja. Vor allem kommen wir da auch echt mal schnell hin. Ja. Das ist unglaublich. Meine Güte. Aua. Geht immer weiter hier. Sehr viel Drogen. Nissennest. Ich weiß genau, warum Matthias das Deck spielen wollte. Ja. Ne? Einfach so. Verständlich, ja. So, für 3 Mana 0-2 Verteidiger. Immer wenn das Hornissennest Schaden zugefügt wird, erzeuge entsprechend viele 0-1 grüne Insektkreaturen Spielsteine mit Flugfähigkeit und Todesberührung. Ja. Wenn da irgendwas Dickes gegenläuft, ne? Kann das dann ziemlich machst fies enden. Ja. Einfach kommen da ganz viele Hornissen raus. Ja. Die alle Fliegen und Todesberührung haben. Und die Königin ist auch noch dabei. Ich finde die beiden Karten finde ich schon richtig super. Ne? Also. Ja. Erstmal generell hier 7 Mana, aber Fliegen Todesberührung. 2-2. Ne? Wenn die Hornissenkönigin ins Spiel kommt, erzeuge 4-1-1 grüne Insektkreaturen, spielst du mit Flugfähigkeit und Todesberührung. Schön, machst du mal einfach von allen auch noch eine Kopie, ne? Ja. Ja, so fies, ja. Das ist auch, ja. Och, auch Hydra Brutwächterin. Jetzt kommen wieder so dicke Sachen noch. Für 6 Mana 7-7er Hydra mit 2x und grün Monstrum X. Falls diese Kreatur nicht monströs ist, lege X+1+1 Marken auf sie und sie wird monströs. Aber. Wenn, und wir haben ja schon 6 Mana in der Regel an der Hand. Ne? Das heißt, du kannst ja hier schon irgendwie dann zweimal, also X ist dann 3 oder so, kannst du sagen. Schon mal ja. Nach dem Motto. Ne? Wenn die Hydra Brutwächterin monströs wird, also deswegen liebt Quandrix ja Mathematik, erzeugen wir XXX grüne Hydra-Kreaturenspielsteine. Ne? Also 3-3-3er ja, dann zum Beispiel nochmal. Das ist auch ordentlich. Ja. Nochmal raus, ne? Nochmal noch mit, ne? Ja. Ingolds Schutzruine, die finde ich ganz toll. Ja, die ist auch sehr gut. Adaptieren-Deck spiele ich die. Für ein grünes und eins, 11 Druide, Stärke 0, Widerstandskraft 2. Und für Tappen erzeuge ein Mana eines beliebigen Typs, das ein Land, das du kontrollierst, produzieren könnte. Falls mindestens eine +1/+1 Marke auf die Inkubationsduibe liegt, erzeuge stattdessen 3 Mana dieses Typs. Ja, dann machst du dir halt dein Mana. Ja, und für 5 Mana können wir sie adaptieren für 3. Das heißt, falls keine +1/+1 Marke auf der Kreatur liegen, lege 3+1/+1 Marke auf sie. Das heißt, die können wir dann später auch selber einfach hochzüchten. Ja, genau. Und dann kannst du auch noch schön blocken, weil sie ja 5 Wänden hat. Ja. Stoßzahnrufer aus Kazandu. Das ist eine Levelkarte. Also für 2 Mana kommt sie mit Stufe 0 rein. Und sagt, Stufe aufsteigen für ein grünes, ein beliebiges. Ne? Lege eine Stufenmarke auf diese Karte, spiele Stufe aufsteigen wie eine Hexerei. Also erstmal ist sie 1-1. Und ab Stufe 2 hat sie dann, ist sie immer noch 1-1, aber hat für Tappen erzeuge einen 3-3 grünen Elefant-Kreaturen-Spielstein, was schon nerven kann. Und ja. Für Stufe 6 oder mehr erzeuge 2 3-3 grüne Elefant-Kreaturen-Spielstein. Du kannst ja jeden Zug immer wieder tappen. Ja, vor allem das Schlimme ist ja, dass diese Stufe aufsteigen tappt sie ja selber nicht. Du musst einfach nur sagen, ich habe noch Mana überkommen. Ich lasse sie mal hochleveln. Ne? Ja. Wir sind immer noch bei den Rares, Leute. Mana verschlingende Hydra. Für 3 Mana 1-1 verursacht Trampelschaden. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, lege eine +1/+1 Mark auf die Mana verschlingende Hydra. Auch die immer so wird schön, ja. Schnell groß. Ja. Das Gute ist auch, dass sie früh kommt. Ja. Tobende Balots. 6 Mana, 6-6er Bestie, verursacht Trampelschaden und hat Landung. Ganz böse Fähigkeit. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du einen 4-4 grünen Bestie-Kreaturen-Spielstein erzeugen. Du machst auch so viele Token, ne? Ja. Meine Güte. Rückkehr des Wildsprechers. Für 5 Mana, bestimme eines, Spontanzauber. Ziehe so viele Karten, wie die höchste Stärke unter den Nicht-Mensch-Kreaturen, die du kontrollierst, beträgt. No? Und wir haben ja dicke Dinger. Ja. Oder nicht Mensch-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +3/+3, bis wenn es zu ist. Und es ist halt ein Spontanzauber auch einfach. Ne? Da kannst du nochmal richtig zumachen dann. Ja. Schamanische Offenbarung. Wir sind immer noch bei den Rares. 5 Mana-Hexerei. Ziehe für jede Kreatur, die du kontrollierst, eine Karte. Wow. Oh ja. Und Wildheit. Du erhältst für jede Kreatur mit Stärke 4 oder mehr, die du kontrollierst, 4 Lebenspunkte dazu. Oh ja. Oh, jetzt ist richtig kalt und kriegst noch richtig Leben dazu. Oh Mann. Ist das Deck stark. Terastodon. Für 8 Mana, 9-9er Elefant. Wenn das Terastodon ins Spiel kommt, kannst du bis zu 3 bleibende Karten deiner Wahl, die keine Kreaturen sind, zerstören. Für jede auf diese Weise auf einen Friedhof gelegte bleibende Karte erzeugt der Beherrscher einen 3-3 grünen Elefant-Kreaturen-Spielstein. Ja. Ne? Klar, warum nicht? Und es geht hier immer noch weiter. Oh Gott. Mutierende Biomasse. Das ist Hybrid-Mana, das heißt, wir können blau oder grün bezahlen und nur noch X dazu.
Spontanzauber. Kreaturen, die du kontrollierst, haben Basisstärke und Widerstandskraft XX bis zum Ende des Zuges. Ja. Da kannst du also klar. Warum nicht auch noch richtig was reindrücken, wenn du willst. Ja. So, aber jetzt kommt die Mythic. Jetzt kommt hier die Mythic-Welle, sehe ich hier gerade schon. So, Kaseto, Orochi, Erzmagier. Für beliebig grün und blau ein Ophis-Zauberer. 2-2. Und für blau-grün, eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Das ist sehr gemein. Allein schon bei den großen bösen Tokens, die du hast. Ne? Für zwei Mana. Vor allem kannst du es ja mehrmals machen. Genau, wollte gerade sagen. Für zwei Mana kannst du es mehrmals machen. Falls die Kreatur eine Ophis ist, erhält sie +2/+2 bis zu. Ich glaube, das ist uns relativ egal. Ja, kannst du ja auch noch pumpen, sagen. Ja, du kannst ja genau. So. Das ist auch eine 4-4 Kreatur, ja, wo du durchrennen würde. Ja. So, Meister Biomagier. Auch ein Mythic Rare Reprint. Ne? Für 4 Mana. Ein Elfenzauberer, Stärke 2, Widerstandskraft 4. Jede andere Kreatur, die du kontrollierst, kommt mit so vielen zusätzlichen +1/+1 Marken ins Spiel, wie die Stärke des Meister Biomagiers beträgt und zusätzlich zu ihren anderen Typen als Mutant. Also auch wirklich dann kommen die super halt starke Karte. Mutiert rein. Ja. No? Super stark. Ja. Ja. So. Habe ich gesagt, dass wir immer noch bei den Rares und Mythics sind? Aus dem Gesicht geschnitten. Für insgesamt 6 Mana. Hexerei, erzeugen wir einen Spielstein, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist. Und zurückverfolgen. Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu den anderen Kosten eine Länderkarte abwirfst. Toll. Ja. Klar. So. Weiter. Abgott der Vergessenheit. Naja, dafür ist klar. Für 2 Mana Artefakt. Für Tappen, ziehe eine Karte. Aktiviere die Fähigkeit nur, falls du in diesem Zug einen Spielstein erzeugt hast. Ja, das machen wir eigentlich in den Zug, ne? Ja. Und für 8 Mana tappen, Opfer den Abgott der Vergessenheit, erzeuge einen 10 Zählen farblosen Eldrazi-Kreaturen-Spielstein. Ist halt auch einfach perfekt für dieses Deck, ne? Ja. Super, das ist. So, jetzt sind wir bei den Ländern. Exotischer Obstgarten ist in jedem Deck drin. Für Tappen erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe, das ist ein Land, das dein Gegner kontrolliert produzieren könnte. Dann Rumpelholz-Wasserfälle. Kommen getappt ins Spiel und für Tappen erzeugt grün oder blau. Und für 4 Mana, die Rumpel des Wasserfälle werden bis zum Ende des Zuges zu einer 3-3 grünen und blauen Elementarwesen-Kreatur fähig mit Fluchsicherheit. Die ist immer noch ein Land. Ja. Und wir sind immer noch bei den Rares. Mooswurzbrücke. Refugium. Dieses Land kommt getappt ins Spiel. Wenn dies geschieht, schau dir die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an und schicke eine davon verdeckt ins Exil und leg den Rest unter deine Bibliothek. Mhm. Generell gibt es sonst ein grünes Mana. So, aber für grün und tappen, falls die Kreaturen, die du kontrollierst, eine Gesamtstärke von 10 oder mehr haben, was wir in dem Deck ja sehr, sehr schnell hinkriegen, ne? Denke ich auch, ja. Kannst du die ins Exil geschickte Karte spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen? Ja, auch super. Da kannst du also richtig früh irgendwas ganz, ganz Böses auf den Platz nehmen. Richtig, richtig strong, ja. Mann. Krass. Oran rief das Riesenholz. Wir sind immer noch bei den Rares. Komm getappt ins Spiel. Für Tappen erzeugt uns ein grünes Mana. Und für Tappen lege auf jede grüne Kreatur, die in diesem Zug ins Spiel gekommen ist. Naja, eine +1/+1 Marke. Immer noch schlimm genug. Ja. Ne? So. Tempel der Geheimnisse. Kommt getappt ins Spiel. Wenn der Tempel der Geheimnisse ins Spiel kommt, wende Hellsicht 1 an. Für Tappen grünes oder blaues Mana. Und Hellsicht ist die oberste Karte der Bibliothek anschauen und entscheiden, ob sie oben drauf wieder zurückkommen soll oder unter die Bibliothek kommt. Und die Yavimaya-Küste als letzte Rare-Karte. Wow. Wir zählen gleich mal durch. Tappen farbloses Mana oder für Tappen grünes oder blaues Mana. Die Yavimaya-Küste fügt dir einen Schadenspunkt zu. So, und jetzt wird gezählt. Also das sind halt die regulären Rares. Und dann haben wir ja noch die Special Rares und die Foils. So, den wollen wir nicht doppelt zählen. So, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, sag mal. Noch mal mehr als bei den anderen Decks. Beim 100-Karten-Deck, wo wir ja noch Länder dabei haben, im Endeffekt, auch Basic Lands, im Endeffekt, 47 Rares und Mythics reinzudrücken, das Stärkeverhältnis und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Decks sind unglaublich stark. Also mega. Wenn man sich dafür mega, interessiert und sagt, ich will einfach Magic zocken, gib mir ein Deck, ja, kannst du nichts falsch machen. Ja. Genau. Ja. Und auch einfach zum haben wollen. Klar, ja. Also ich freue mich auch schon mega darauf, damit zu zocken. Eigentlich will ich alle Decks spielen, die sind alle so gut. Wir werden einfach viel Spaß haben. Einfach die spielen sich ja auch komplett anders. Ja, auch im Multiplayer, dann spielt sich ja sowieso alles nochmal wieder anders und so. Das ist schon richtig cool. Ja. Ne?
Okay, aber geht noch weiter mit Mathe. So, jetzt haben wir Karten hier auf Strixhaven, denn Commander 2021 spielt ja auf Strixhaven. Also haben wir jetzt kommt der kleine Block mit Strixhaven-Karten. Biomathematiker. Für ein beliebiges, ein grünes, ein blaues. Mensch, Zauberer, Stärke 2, Widerstandskraft 2. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuge einen 0-0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturen-Spielstein. Lege auf jedes Fraktalwesen, das du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Ja. Aha, Erlebnis. Für 4 Mana Spontanzauber ziehe 2 Karten. Du kannst eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Goldener Schnitt. Für 3 Mana ziehe für jede unterschiedliche Stärke unter den Kreaturen, die du kontrollierst, eine Karte. Der ist auch später nochmal richtig gut. Ja. Ja. So, Quandrix Erschließer. Für insgesamt 4 Mana. 3, 4. Wenn der Quandrix Erschließer ins Spiel kommt, kannst du in der Bibliothek nach einer Wald- oder Inselstandardlandkarte durchsuchen, sie ins Spiel bringen und danach mischen. Ja. Simone, Quandrix Genie. Für grün-blau, legendärer Menschzauber, Stärke 1, Widerstandskraft 2. Für 1 Mana tappen, du kannst eine Länderkarte aus deiner Hand getappt ins Spiel bringen. Und für 4 Mana tappen, ziehe eine Karte. Falls du 8 oder mehr Länder kontrollierst, hier stattdessen 2 Karten. Boah, auch gut. Ja. So. Der Quandrix Campus darf natürlich auch nicht fehlen. So ein Campus ist auch in jedem Deck drin. Kommt knapp ins Spiel, gibt uns grünes oder blaues Mana. Und für 4 Mana haben wir Hellsicht 1, haben wir gerade erklärt. Genau wie in jedem Deck der Studiensaal drin ist. Gibt uns ein farbloses Mana oder für 1 Mana und tappen erzeugt ein Mana eine beliebige Farbe, wenn du dieses Mana verwendest, um den Kommandeur zu wirken, wenn der hält sich X an, wobei X gleich der Anzahl ist, wie oft er in dieser Partie aus der Kommandozone gewirkt wurde. So, und jetzt kommen wir zu Reprints aus allen möglichen Karten. Sets. Schnelle Hybridisierung. Für 1 blaues Mana. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. Der Beherrscher der Kreatur erzeugt einen 3-3 grünen Frosch-Eidechse-Kreaturen-Spielstein. Ist aber egal, weil du nimmst die stärkste Bedrohung raus für 1 blaues Mana als Spontanzauber. Ja, genau. Genau wie praktisch auch bei der inneren Bestie. Für 1 grünes und 2, zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl. Also macht auch einen Planeswalker weg oder einen Artefakt oder sonst irgendwas. Ihr Beherrscher erzeugt einen 3-3 grünen Bestie-Kreaturen-Spielstein. Du gibst dir halt immer ein bisschen was dafür dann. Ne? Aber du kannst es auch unter grün-blau entfernen. Zugriff des Kodamas. Für 3 Mana, du suchst in der Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten, zeige sie offen vor, bringe die eine von getappt ins Spiel, nimm die andere auf deine Hand und mische danach. Sowas brauchen wir auch, um unseren Mana-Pool aufzubauen, aber im Multiplayer haben wir sowieso ein bisschen mehr Zeit. Rosas Eingriff. Für 3 Mana, Sekundenbruchteil, solange dieser Zauberspruch sich auf dem Stapel befindet, das heißt, wenn wir ihn sprechen, dann kommt er ja auf den Stapel, können Spieler keine Zaubersprüche wirken oder Fähigkeiten aktivieren, die keine Mana-Fähigkeiten sind. Dann ist also so gesehen eigentlich zu. Man kann nicht mehr darauf reagieren. Ja, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Auch immer gut. Mhm. Ja. Nissas Expedition. Für 5 Mana eine Hexerei mit Einberufen. Deine Kreaturen können dir helfen, diesen Zauberspruch zu wirken. Mit jeder Kreatur, die du tappst, während du diesen Zauberspruch wirkst, bezahlst du für 1 oder 1 Mana der Farbe jener Kreatur. Durchsuch deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten, bringe sie getappt in den Spielmischer danach. Also wieder einmal Mana-Fixing. Ja. Genau wie bei Wucherndem Wachstum. Für 2 Mana natürlich die Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringen sie geklappt ins Spiel, mische danach. So, sehr schöne Karte ist auch das gewundene Orakel. Da haben wir eine Ophis. Da ist eine für 2 Mana 1/1er. Ophis Elf-Druide. Wenn das gewundene Orakel ins Spiel kommt, decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls es eine Länderkarte ist, bringen sie ins Spiel, nimm sie sonst auf deine Hand. Also bringt uns definitiv so oder so eine Karte. So, jetzt haben wir hier eine Split-Karte. Das heißt, wir können entweder Inkubation spielen oder Inkongruenz. Inkubation sagt als Hexerei, schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Oder Inkongruenz, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Der Beherrscher der Kreatur erzeugt einen 3-3 grünen Frosch-Eidechse-Kreaturen-Spielstein. Auch eine gute Karte. Beides gut. Ne? Gibt uns entweder das, was wir brauchen. Entweder eine Karte, die wir suchen. Genau. Oder nimmt einfach was weg, was uns stört. Plax werfender Frosch. Für 3 Mana 0-0er Froschmutant mit Pfropfen 3. Das heißt, diese Kreatur kommt mit 3 +1/+1 Marken ins Spiel. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, kannst du eine +1/+1 Marke von dieser Kreatur auf die neue Kreatur bewegen. Und für 2 Mana eine Kreatur deiner Wahl, auf der mindestens eine +1/+1 Marke liegt, erhält Verhülltheit bis zum Ende des Zuges. Das heißt, sie kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein. Ja, auch super. Das heißt, fluchsicher, das ist nur gegen die Sprüche der Gegner, das wollte ich wissen, und Verhülltheit ist generell. Ja. So. Urzeitliche Empathie. Für 3 Mana Verzauberung zu Beginn deines Versorgungssegments ziehst du eine Karte, falls du eine Kreatur mit der höchsten Stärke unter den Kreaturen im Spiel kontrollierst. Lege sonst eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Ja. Ja, ich glaube, du wirst sie auf eine Karte ziehen.
mit der Zauberung. Denke ich auch, ja. Jagender Trügern, auch eine sehr schöne Karte. Also auch da, ne, es wird ja nicht schlecht, die Karten sind richtig gut. Für 3 Mana, 2/3 fliegende Bestie. Immer wenn der jagende Trügern einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, das bzw. die der Spieler kontrolliert, zerstören. Finde ich, ist eine richtig gute Karte. Ja, die ist wirklich super. Krass. So, jetzt wieder Artefakte. Oh, Arcanes Petschaff ist in jedem Commander-Deck drin. Für Tappen erzeugt ein Mana eine beliebige Farbe der Farbidentität deines Kommandeurs, also der Mana-Farben deines Kommandeurs. Simic Petschaft, hier entsprechend für 2 Mana Geträge gibt uns auch wieder Mana-Fixing. Sonnenring darf in keinem Deck fehlen, für 1 Mana Tappen gibt uns 2 Mana, super Artefakt. So, dann wieder hier ein Filterland, verehrtes Waldland, gibt uns farblos Mana oder nachher können wir wieder Standardländer raussuchen. Befehlsturm gibt uns für Tappen beliebiges Mana in der Farbidentität deines Kommandeurs, super. Ja. So, wiedererwachtes Lanova. Kommt getappt ins Spiel, gibt uns grünes Mana und Pfropfen 1. Das heißt, kommt mit einer +1/+1 Marke drauf, die wir dann entsprechend auf eine neue Kreatur bewegen können, wenn sie ins Spiel kommt. Ja, genau. Einsame Sandbank können wir umwandeln, wenn wir wollen. Das heißt, dafür eine andere Karte nachziehen für Blau. Mannigfaltige Landschaft filtert entsprechend wieder oder gibt farbloses Mana. So, Novien, Herz des Fortschritts, gibt farbloses Mana oder für Grün-Blau und Tappen, lege auf jede Kreatur, die in diesem Zug ins Spiel gekommen ist, eine +1/+1 Marke. Auch wieder richtig gemein, ne? Auch strong, ja. Und der Opalpalast legt auch wieder Marken, ist in diesem, der ist nicht in jedem Commander-Deck jetzt hier aus Strixhaven dabei, gibt uns farbloses Mana für Tappen oder für 1 Mana und Tappen, erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe der Farbenintensität deines Kommandeurs. Falls du dieses Mana verwendest, um deinen Kommandeur zu wirken, kommt er mit so vielen zusätzlichen +1/+1 Marken ins Spiel, wie er in dieser Partie aus der Kommandozone gewirkt wurde. Ist aber auch eine sehr gute Karte, ja. Ich finde es gut, dass sie in jedes Deck den Schleichweg der Diebe reingemacht haben. Finde ich auch. Einfach so, um so eine Notfalloption zu haben, damit das Spiel irgendwann auch zu Ende geht, wenn sich alles zu stark aufgebaut haben. Für Tappen erzeugt ein farbloses Mana. Oder für 4 Mana Tappen eine Kreatur deiner Wahl, kann diesen Zug nicht geblockt werden. Und wenn dann so ein 10-10er Eldrazi oder irgendwas rüberkommt oder so, dann kann der auch ziemlich schnell zumachen. Ne? Ja. Der schleicht sich dann so durch. Genau. Ja. Sneak, sneak, sneak. So. Oder der Wal oder der Krake. Ja, genau. Schleicht sich da so mit. Simic Wachstumskammer ist hier wieder entsprechend Mana-Fixing. Und wir haben noch Mana-Beschleunigung. Tempel der falschen Göttin gibt uns für Tappen 2 farblose Mana, aber geht nur, wenn wir 5 Mana, 5 Länder liegen haben. Stilles Dickicht können wir nochmal umwandeln. So, und dann hier haben wir noch die anderen Basisländer, die natürlich nicht fehlen dürfen. So. Aber jetzt nochmal, ich muss es nochmal daneben halten, weil es ist einfach der Wahnsinn, was da der Hersteller mittlerweile reinhaut. Das sind praktisch die, da sind ja schon andere Länder mit dabei. Das sind jetzt hier praktisch die regulären Spielkarten, also alles, was nicht Basisland ist. Ne? Und dann haben wir hier neben die Rares und Mythics, und wenn wir das nochmal gegeneinander stellen, dann seht ihr nochmal, wie dick der Unterschied da ist. Das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Also wirklich, genau wie bei den Challenger-Decks, sind jetzt auch wirklich die Commander-Decks nochmal die stärksten Decks ihrer Art, die je veröffentlicht wurden. Also, ich bin total überzeugt, auch von diesem Deck. Ja. Meine Güte. Du auch, oder? Super krass stark, ja. Ja. Also die Decks sind alle bis jetzt. Ja. Definitiv ja. Daumen hoch von uns. Wenn ihr Bock auf Magic Multiplayer habt oder so, ist es das praktisch die fertig gebauten Decks ihrer Wahl. Und ich kann es noch einmal wieder sagen, ihr habt die Karten ja auch einfach zum selber Deck bauen oder sonst was. Ne? Also es ist schon richtig, richtig cool. Wenn es euch auch gefällt, lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, drückt eure Feelings aus. Ne? Ja, genau. Ne, gebt gerne ein Abo oder gesagt, Freunde sollen alle abonnieren. Ja, und guckt gerne auch mal in die anderen Videos des Kanals rein. Ihr habt bei uns ja die Magic News, andere Unboxings, zu diesem Box von uns ja voll durch, Duellvideos haben wir und, ne, was es da nicht noch alles gibt. Und natürlich könnt ihr auch Twitch sonntags immer live besuchen. Da freuen wir uns auch, wenn ihr zuschaut. Ja, und dann sind wir jetzt raus. Wünschen euch viel Freude mit Strixhaven und viel Spaß mit Magic the Gathering und natürlich Gesundheit. Dann tschüss, Leute. Tschüss. Ciao.